In diesem Check Ultrabooks. Hauchdünn und leicht zu transportieren, das sind Ultrabooks. Zwei aktuelle Modelle nehmen wir uns heute vor. Zum einen das IdeaPad U510 von Lenovo und im Vergleich dazu das Satellite U940-100 von Toshiba. Das Ultrabook von Lenovo im edlen grauen Design erinnert beim Aufklappen durchaus ein wenig an das MacBook von Apple. Die Tastatur fügt sich gut in die Oberfläche ein. Das 15,6 Zoll Display ist gut lesbar und entspiegelt. Mit etwas mehr als 2 Kilogramm ist das Ultrabook gut geeignet für den mobilen Einsatz. Eine HDMI-Schnittstelle gehört mittlerweile zur Standardausstattung, genauso wie LAN-Anschluss und SD-Kartenschacht. Zwei USB 2.0 Ports sowie einmal USB 3.0 sind ebenfalls vorhanden. Obendrein bietet das IdeaPad U510 sogar einen DVD-Brenner. Der Intel Core i5 Prozessor mit Turbo Boost bis zu 2,7 GHz sorgt für einen absolut flüssigen Ablauf und die Nvidia GeForce GT625M für eine gute Grafikqualität. Gebootet wird in etwa 20 Sekunden. Windows 8 ist installiert, das Hin und Her zwischen App-Oberfläche und Desktop ist Geschmackssache. Auf jeden Fall funktioniert alles reibungslos. Für Schnellschreiber ist die Tastatur etwas gewöhnungsbedürftig, aber sie ist robust und widerstandsfähig. Sehr schick ist die Tastaturbeleuchtung, um auch im Halbdunkel noch arbeiten zu können. Die eingebaute 1 TB Festplatte bietet ordentlich Platz, die 8 GB RAM sind ebenfalls angemessen. Der Akku des IdeaPads hält für knapp 6 Stunden, bei vollem Einsatz nicht ganz so lang. Das Lenovo IdeaPad U510 liegt preislich bei 649 bis etwa 680 Euro, je nach Händler. Ultrabook Nummer 2 ist noch einen Tick kleiner. Das Toshiba Satellite U940-100 kommt mit einem 14 Zoll Display daher und Intel Core i3 Prozessor mit 1,8 GHz. Optisch ebenfalls ansprechend gestaltet, aufgrund seiner Größe noch etwas besser für unterwegs geeignet und durchaus ein idealer Einstieg in die Welt der Ultrabooks. Neben HDMI finden sich hier sogar zwei USB 3.0 Ports und einmal USB 2.0. Außerdem Kopfhörer und Mikrofonanschluss sowie ein SD-Kartenleser. DVD-Brenner oder Laufwerk ist keines vorhanden. Die eingebaute Festplatte bietet 500 GB, der Arbeitsspeicher 4 GB RAM. Das 1,8 Kilogramm Leichtgewicht macht Spaß. Der Akku hält im Dauereinsatz aber nur für etwa 3,5 Stunden. Das Toshiba Satellite U940-100 kostet zwischen 570 und 610 Euro je nach Händler. Unser Fazit: Das Notebook ist out, das Ultrabook übernimmt. Beide Geräte überzeugen in ihrer Preiskategorie. Das Lenovo IdeaPad mit einem satten Prozessor, guter Grafikkarte und vernünftigem Arbeitsspeicher für Benutzer mit höheren Anforderungen. Das Satellite von Toshiba ist für den Ultrabook-Einstieg geeignet. Die Prozessorleistung ist etwas geringer. Die kompakteren Ausmaße sind aber perfekt für unterwegs. Das Lenovo IdeaPad bietet als großes Plus sogar noch ein DVD-Laufwerk. Über Sinn oder Unsinn von Microsofts Betriebssystem Windows 8 lässt sich diskutieren. Ich persönlich finde es absolut nicht ausgereift, aber da ist Microsoft gefordert. Unsere beiden Ultrabooks sind auf jeden Fall in ihrer Klasse absolut empfehlenswert.